Die krabbige Kruste. Heißt denn so ein Restaurant? Nein, das ist ein Schreibfehler. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich von hier zur Krossen Krabbe komme? Krosse was? Kenne ich nicht. Da müssen Sie unbedingt mal hingehen. Das ist das beste Esslokal in ganz Bikini Bottom. Hier, ich habe Gutscheine. Danke. Na, das werde ich sofort tun. Ich dachte, Sie wissen nicht, wo die Krosse Krabbe ist. Was mache ich denn jetzt nur? Denk an deine Orientierungspunkte. Sandys Wildnistipps sind immer tipptopp. Okay, also gekommen bin ich von... Nein, ich bin gekommen von... Ich habe mich verlaufen. Hey, da ist dein Orientierungspunkt. Der kaputte Hydrant nämlich. Hallöchen, Hydrant. Weißt du was? Ich nenne dich Hyazinth. Hyazinth, der Hydrant. Oh weia, das sind aber viele kaputte Hydranten. Was soll ich denn jetzt machen, Hyazinth? Ach, wenn ich jetzt doch nur Thaddäus anrufen könnte, der würde mir helfen. Hey, das Ding da sieht aus wie ein Telefon. Wow, das ist ja verrückt, echt. Es ist eins, aber man muss Geld reinwerfen. Mein letzter Groschen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Die krosse Krabbe, womit kann ich Ihnen denn helfen, wenn auch ungern? Ich bin's, Thaddäus. SpongeBob, ich rufe von einem Münztelefon an. Was du nicht sagst. Wie läuft's denn mit deiner Abkürzung? Nicht so gut. Ich bin beim Spermelsofa falsch abgebogen. Und um mich rum sind nichts als kaputte Hydranten. Was mache ich jetzt nur? Zur Fortführung dieses Anrufs werfen Sie bitte einen weiteren Groschen ein. Ich habe keinen Groschen mehr, Frau Telefonistin. Bitte sagen Sie mir, wo ich bin. Für Auskünfte über Ihre Position werfen Sie bitte einen weiteren Groschen ein. Warten Sie! Zwei Sechser? Ich brauche einen Groschen. Oh, so komme ich nie pünktlich zur Arbeit. Was machst du hier? In dem Spermelsofa einen Groschen suchen. Hey, das ist unser Spermelsofa-Kumpel. Was machen ihr da? Limo trinken? Geht dich das was an? Sag mal, ist es nicht ein bisschen früh am Tag für die hochfruchtzuckerprozentigen Sachen? Pass auf, Junge. Ich weiß genau, dass so ein Riesenbecher Limo ungesund ist. Aber manchmal komme ich anders nicht in Schwung für meinen anstrengenden Arbeitstag als Fahrradtaxifahrer. Ach so, ja? Sie fahren ein Fahrradtaxi? Jawohl! Soll ich dich irgendwo hinfahren? Ja, zur krossen Krabbe und drücken Sie auf die Tube. Ja, yeah, hau rein, Schorsch! Ja, er hat schon so viel auf der Seite, dass er ab nächstes Jahr auf die Volkshochschule kann. Herzlichen Dank, Schorsch. Viel Glück beim Studium. Die große Klaffmuschel? Warte! Schorsch, komm zurück! Algengrütze! Huck! Nein! Die Klippe runter! Durch das giftige Abwasser! Rechts herum durch die bakterienverseuchte Kanalisation! Ah! Kopf über rein in den stinkenden Schlamm! Über die Müllhalde! Einen Berg aus Schutt und Schrott runterpurzeln. Über den schier unerträglich scharfen Stacheldraht. Diesen steilen Berg hoch. Aua. Da, die kurze Krabbe. Und ich bin immer noch 2 Minuten zu früh dran. Ich hab's geschafft, oh ja, ich hab's geschafft. Oh, ihr zufällig anwesenden Essensgäste, ich hab euch so vermisst. Oh, und eure frischen jugendlichen Gesichter. Das Klo habe ich auch vermisst. Doch am meisten vermisst habe ich dich, halbersteckter Fisch. Patrick? Wie bist du hierher gekommen? So wie immer eigentlich. Schorsch hat mich mit dem Fahrradtaxi hergefahren.